UEFA sperrt Rebic für 5 Partien. Ante Rebic ist von der UEFA für 5 Spiele in der Europa League gesperrt worden. Im Playoff-Rückspiel der Eintracht gegen Racing Straßburg hatte Rebic wegen eines groben Foulspiels einen umstrittenen Platzverweis kassiert. Laut UEFA beleidigte der Kroate anschließend auf seinem Weg in die Kabine noch einen der Schiedsrichter. 4 Tage nach seiner roten Karte wechselte Rebic zum AC Mailand. Da Milan jedoch wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play von der laufenden Europa League-Saison ausgeschlossen wurde, kann der 25-Jährige seine Sperre frühestens in der kommenden Spielzeit absitzen. Klopp vergleicht Chelsea mit BVB. Der Liverpool-Trainer hat vor dem Duell mit dem FC Chelsea am Sonntag die Blues mit dem BVB verglichen. Chelsea hat ein wirklich spannendes Team. Sie erinnern mich ein wenig an meine Mannschaft in Dortmund vor einigen Jahren, sagte Klopp auf einer Pressekonferenz vor dem Top-Duell. Chelsea habe so viele junge Spieler, aber sie spielen nicht deshalb, sondern einfach, weil sie gut sind. Der 52-Jährige hatte 2011 und 2012 mit einem jungen Dortmunder Team die Meisterschaft geholt. Füllkrug erleidet Kreuzbandriss. Werder Brems Niklas Füllkrug hat sich im Training bei einem Zweikampf einen Kreuzbandriss sowie einen Außenmeniskusriss zugezogen. Der Angreifer wird monatelang ausfallen und ist damit bereits der 10. Spieler, der den Hanseaten derzeit fehlt. Es ist der absolute Worst Case und tut mir für Niklas unfassbar leid. Wir hoffen, dass seine Genesung gut und schnell verläuft, sagte Trainer Florian Kohfeldt. Man werde jetzt als Team noch enger zusammenrücken, um diese schwierige Situation zu verkraften. City-Star spricht über Guardiola. Bernardo Silva hat über sein Verhältnis zu Star-Trainer Pep Guardiola gesprochen. Es sei erschöpfend unter Pep, gar keine Frage, sagte Silva der Daily Mail. Beschweren will er sich allerdings nicht. Guardiolas fordernde Art sei notwendig, um große Ziele verfolgen zu können. Wenn du Saison nach Saison um alle Titel mitspielen willst, brauchst du jemanden, der dich jeden Tag antreibt. Es sei nicht immer einfach, aber es sei gut, jemanden zu haben, der es nicht erlaube, sich zurückzulehnen.